Markus Grün, wann war der Zeitpunkt in deinem Leben, der dich dazu gebracht hat, dass du dich der Kunst, in die Richtung der Kunst drehst und ihr widmest? Also ich glaube so mit 13. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich irgendwie sehr gut die Möglichkeit, dass ich hineingezogen habe, immer das gemacht. Und gegen Ende der Schulzeit war ich mir dann sicher, ja, also ich will jetzt Künstler werden, nichts anderes als das und so. Und was hat dich daran so interessiert und was hat dich so inspiriert? Vor allem jetzt bildende Kunst oder Malerei. Das ist auch so viel Selbstbegegnung. Ja? Also da ist am Anfang dieser leere Leinwand oder ein Papier oder was auch immer und niemand sagt einem oder mehrere, was ich da jetzt tun soll und was da jetzt geschehen soll. Und das ist sehr selbstkonfrontativ, der ganze Vorgang. Und eigentlich furchtbar anstrengend in dem Moment. Und öfters denke ich, öfters gucke ich da herum und will nicht richtig einsteigen, weil das einfach so die Unzufriedenheit auch sehr schnell immer da ist, gleich um die Ecke. Und manchmal hätte ich gern jemanden, der mir sagt, was ich tun soll, aber ich habe niemanden. Und den ganzen Vorgang, dieses ganze Ich mit mir und dem, was da rauskommt, das glaube ich wirklich am Spaß. Was hat dich dem Motiv der Landschaft näher gebracht? Oder wann war da der Zeitpunkt, dass du dich dem angenähert hast und warum? Ja, das ist eigentlich recht witzig. Da war ich 17. Da haben wir unter dem Jahr ein ganz ein tolles Atelier in Salzburg immer gehabt auf der Festung, weil unser BE-Lehrer hat das gecheckt, dass wir in die Räume rein dürfen, besonders wenn wir den Sommer gewohnt waren. Da waren noch vier Freunde, da haben wir uns immer nach der Schule einquartiert und haben dort irgendwie gewerkt. Und am Anfang war ich sehr angetan von Kandinsky und so ganz abstrakten Dingen und amorphen Formen und so und hab da irgendwie so von mich hin. Und dann war ich irgendwie sehr verzweifelt und rundum zufrieden mit dem Ganzen, weil ich... Also ich war einfach verwirrt. Und dann habe ich ein Bild gemalt, ein ziemlich großes, ich glaube, das ist irgendwo, mit einem Wohnblock aus der Friedensstraße. Das ist ein rosa 60er-Jahr-Wohnblock, der da einsam auf einer kleinen Bande steht, mit einem Baum daneben. Sehr naiv und sehr direkt. Und alle meine Freunde haben sich damals furchtbar darüber aufgeregt, dass man sowas ja nicht machen kann, weil das sei doch unmöglich und irgendwie ganz schrecklich und überhaupt, was man da sieht. Und ich habe aber gemerkt, dass dieses Anschauen von etwas, was es gibt, unglaublich viel Emotionen transportiert. Also dieses Hinschauen auf die Welt, wie sie da so ist, sozusagen das Darstellen, das hat eine gewisse Magie, finde ich. Und ab dem Zeitpunkt zu gehen, dann vor allem halt immer die Landschaften zu gehen, die halt emotionalen Bezug habe. Also ich kann jetzt nicht irgendwie was malen, eine exotische Welt oder auch irgendwie auf einer Reise gehen machen, wenn man so eigentlich gar nichts so, also zu wenig Bezug hat zu mir, sondern was mich halt beschäftigt ist, ja eh Salzburg, Bergen, Flachgau und jetzt wo ich halt bin, mein Viertel. Ja, wo ich halt bin, wo ich bin, wenn ich halt gehe, wo ich halt bin, sehe, wie irgendwelche Emotionen von mir auskommen. Jetzt sind wir eine Woche da. Was hat dich in dieser Woche inspiriert und was hat dich veranlasst, diese Blickwinkel, die du gewählt hast, für deine Bildausschnitte zu wählen? Das Erste, was ich mir gedacht habe, wie du gesagt hast, Saalbach, ja, wenn man dachte, oh ja, Skigebiet im Sommer, das ist so wie Rimini im Winter. Der Skisport sozusagen prägt die Landschaft. Ja. Also du siehst einfach die Hänge und die Liftstützen, die da hinaufführen und die Seile, die da so Striche in die Landschaft machen und die Schneekanonen, die da so kleine Punkte auf den Wiesen so Muster machen. Ja. Und es ist einfach eine Kulturlandschaft, ja. Also die Natur ist schon da, aber der Mensch hat da halt ordentlich eingegriffen und mehr noch als vielleicht, er hat immer schon eingegriffen, es gibt immer schon Alben, Wiesen und so weiter, die ja auch jetzt nicht natürlich da sind, aber das erzählt einfach, ja. Das erzählt von den Menschen, die das halt da gestaltet haben. Ja. Und das hat auch was Hübsches, das hat, ich finde ja auch so eine Liftstütze, wenn die Sonne so reinscheint, dass so Lichtblitze auftauchen oder so diese Plastikhülle von der Schneekanone, die so wie ein schwarzer Sack noch schwebt über der Wiese. Das ist was Kulturales, ja. Nett. Und das hat mich da halt beschäftigt. Ich bin da halt auf der Terrasse wieder da herumgestiefelt, mal da in die Richtung und mal da in die Richtung. Und hat mir halt besonders was ausgesucht. Und das Zweite, was natürlich spannend ist, ist die, das Grün, die Riesenflächen.
im Wechsel von bewölkter Tag, sonniger Tag, in einzelnen Marken, ja? Also wo ist jetzt das ein bisschen länger, wo ist gerade ein Schnee, wie schaut das aus, stuft sich